rechter Handschuh an, linker Handschuh auf und an. Oh, Motor. Am Fahrrad. Schlüssel rum und an, das wollte ich eigentlich noch sagen. Und ein LKW ist natürlich auch nicht so schön, um da rauszuziehen. So, Visier ganz runter. Hey Leute, und wir kommen zu einem weiteren Motovlog. In diesem Motovlog werde ich ein bisschen darauf eingehen, auf Sachen, die ich an meiner Dorso Duro mag und Sachen, die ich nicht so mag an der Dorso Duro. Ihr könnt ja auch mal gerne sagen, was, ob ihr mir da zustimmt oder so, beziehungsweise nicht zustimmt oder eure Meinung oder irgendwas, was ihr an der Maschine vielleicht mögt oder nicht mögt, reinschreiben. So beliebt ist sie ja nicht. Die R1 war beliebter bei euch, das weiß ich aber auch. Aber trotzdem werdet ihr gleich erfahren, warum ich mit dieser Maschine mal wieder, sag ich mal, das, was bei der R1 mir dann irgendwann über die Zeit gefehlt hat, dass das mir diese Maschine wieder geben konnte. Aber dazu gleich mehr. Ich glaube, ich verbinde das Ganze, ich halte gleich mal an der Tankstelle an und verbinde das Ganze. Ich wollte sowieso meinen Luftdruck prüfen. Dann kann ich da anhalten und durch das da dann gut erklären, sag ich mal, zumindest die Sachen, die man so von außen am besten zeigen kann, wenn die Maschine aus ist, so schön in Ruhe. Ist wahrscheinlich besser. So, da wären wir auch schon. Luft plus Wasser plus Staubsauger ist gleich Liebe. Und aus. Ach, entspannte Sache. Also, da fange ich mal an mit der ersten Sache, die ich an dieser Maschine absolut liebe. Und zwar ist das die Fahrposition, sag ich mal. Die Position, wie man da drauf sitzt und so. Beziehungsweise das Ansprechverhalten in den Kurven. Also mit dieser Maschine bin ich in den Kurven deutlich sicherer, deutlich schneller und habe deutlich mehr Spaß als mit der R1 vorher. Also was Kurven angeht, ist so eine Dorso Duro tausendmal geiler als eine Sportler. Da führt kein Weg dran vorbei. Auf der Rennstrecke vielleicht was anderes, weil man da mehr Geraden hat und so. Aber so, wenn man so Pässe fährt und so ein Scheiß, sowas alles, da ist die Dorso Duro einfach ein Träumchen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wo ist denn hier dieser Luftstopfen? Da, der ist genau da, wo ich nicht dran komme. Aber, ja, ich muss ein Stück nach vorne. Upp. Ach, jetzt wo ich gerade bewege, fällt mir ein, der nächste Punkt, der mir an dieser Maschine, aber das haben auch, der mir an dieser Maschine sehr gut gefällt, ist, man hat hier so ein Menü, da kann man alle möglichen Sachen ändern, wie auch immer. Man konnte da auch, warte mal, wie ging das denn nochmal, boah, das ist jetzt schon wieder so lange her. Man kommt doch irgendwann in so ein Untermenü, ja genau, hier, Menü, da kann man alles mögliche einstellen am Bike. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr euch das woanders durchlesen und so, aber man kann halt so viel einstellen. Ich habe mich da selber noch nicht so richtig mit befasst, aber man kann so viel mit einstellen und so. Aber das, was viel interessanter ist, dafür muss ich die Maschine aber anmachen. So, wenn ich jetzt zweimal diesen Knopf drücke, dann seht ihr dieses T, was ihr da gerade seht. Das ist dann hinterlegt. Moment, also, nee, jetzt ist nicht mehr. Moment, so, nochmal zweimal den. Dann bin ich. Jetzt bin ich im Sportmodus. Im Regenmodus. Und. So, T, Tourer. Also, das ist so dieses Mittelding. Der Sportmodus, ich sag mal, wenn ihr in der Stadt oder irgendwie unterwegs seid, wo ihr unter 20, 30 km/h fahrt, kann man den Sportmodus vergessen. Also, der ist viel zu aggressiv. Dafür ist der Tourenmodus perfekt. Für solche Situationen, aber wenn ihr, sag ich mal, ihr wisst, ihr seid jetzt nur auf der Landstraße und so, kann man den Sportmodus reinmachen, der geht so bissig zur Sache. Da kommen die PS
Instant. Instantly. So, ich wollte eigentlich Luft drauf geben, genau so war das. Ach, jetzt habe ich dieses Scheißding verloren. Ja, werde ich gleich wiederfinden. Hasse dieses Ding. Oh, hier müssen wir hier nicht. Was war denn nochmal? Ich muss mal gleich nochmal. Ich mache jetzt mal. Erstmal mache ich 2,5. Warte mal. Ich muss mal gerade einmal kurz googeln, was bei dem Reifen nochmal Herstellerangabe war. Continental Road Attack 3 ist das. Ich muss das zu Hause nochmal nachlesen. Ich habe das jetzt, hab jetzt nicht gefunden. Ich habe jetzt. Mache jetzt erstmal. Das war, da war eben gerade deutlich zu wenig drauf. Ich mache erstmal 2,5, 2,3 oder so. Also 2,5 hinten, 2,3 vorne. Ich habe gerade nicht genau im Kopf, wie viel, was für einen Reifendruck ich da nochmal bei dem drauf brauche. Aber ich fahre jetzt gerade sowieso noch ein bisschen. Aber ich mache erstmal. Muss das dann beim nächsten Mal nochmal prüfen. Ja, so muss das passen. Oh, jetzt darf es nicht in den Gulli reinfallen. Oh, die Felge ist aber nicht so sauber geworden vom Waschen beim letzten Video. Anstrengende Sache. So, 2 Punkte habe ich. Jetzt fange ich mal an und sag mal ein paar negative Punkte an diesem Motorrad. Also Punkt 1, man bekommt unnormal viel Wind ab. Autobahn ist mit dem Motorrad unmöglich. Also wenn man Autobahn mit dem Motorrad fährt und über 130 fährt und das dann über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Zumindest bei meiner Körpergröße 1,83, da kriegt man so derbe Schulterschmerzen, das hält man dann nicht länger aus. Und noch ein zweiter Punkt, der negativ an dem Motorrad ist, das ist dieser fucking winzige Tank hier. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie groß das Tankvolumen ist. Ich weiß nur, wie weit ich mit der Tankfüllung komme. Ich komme mit einer vollen Tankfüllung komme ich so um die 130, 140 Kilometer. Das ist fucking wenig. Also, und dann tanke ich die voll und tanke da irgendwie für ein paar Euro nur rein. Das war's dann schon. Also, da ist der Rollerboy unterwegs. Also, der Tank ist halt einfach, der ist einfach viel zu klein. Und also wenn die Maschine einen Tank hätte, der irgendwie, wenn er so 4 Liter mehr oder so, dann wäre es voll in Ordnung. Da wird man wahrscheinlich so, ich glaube, Volltanken kostet mich meist so, da passen vielleicht so, die Maschine wird vielleicht einen 9 Liter, 10 Liter Tank haben. Das weiß ich gerade aber aus dem Kopf nicht, wie groß der Tank von dem Bike ist. Der ist auf jeden Fall ist der Tank viel zu klein. So, noch ein negativer Punkt über das Bike. Das Bike, weil es nicht so viele Verkleidungsteile hat, ist das so fucking scheiße zu putzen. Die wird halt in jedem scheiß Zwischenraum wird die dreckig. Bei meiner R1 war es so, auch rüber putzen und die war innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde per Hand war die sauber. Bei dem Bike, da kann man gerne mal 3 Stunden dran sitzen, um die zu putzen oder 4 Stunden. Das ist halt unnormal, wie lange man da dran sitzen muss, um die richtig sauber zu bekommen. Dann hau ich jetzt noch einen negativen Punkt raus. Negative Punkte sind so kleine negative Punkte. Der Kostenfaktor. Also erstens, Ersatzteile ranzukommen an Gebrauchte bei dem Ding ist verdammt schwer. Und wenn man an welche drankommt, dann kosten die so unnormal viel Geld. Das ist nicht mehr normal. Hier seht ihr den Kühler. Den habe ich, der war geschrotet, als ich Verkleidungsteil getauscht habe. Da ist diese Schraube hier bei dem
alten Kühler. Die steckte da drin, das war eine Aluschraube, die steckte da drin und beim Rausdrehen ist der Kühler kaputt gegangen. An der Stelle, wo das Innengewinde von dem Dings ist, ist das Ganze undicht dann geworden. Da musste ich einen neuen Kühler kaufen. Tolle Sache. Denk mir, ja, so ein Kühler, der wird ja vielleicht 200 € oder so kosten. Nee, bei Aprilia direkt war der, glaube ich, für 700, 800 €. Ich habe mir dann einen gebrauchten Kühler für 400 noch was Euro, 450 €, glaube ich, geholt. Alter, für einen scheiß Kühler. Nur dieses scheiß Ding da, ohne Gebläse und so, nur dieses scheiß Ding da. Das war sehr teuer, aber der Fahrspaß bei dem Ding, das Moped, der Fahrspaß bei dem Ding, habe ich das Ganze einfach egal, also das, ich habe mir einfach gedacht, scheißegal, die macht Spaß zu fahren, scheißegal, kostet halt ein bisschen mehr. So, noch ein Punkt, den ich an dem Bike absolut liebe, ist dieser Sound. Also, manchem gefällt er nicht, aber der Sound ist einfach. Die Sportler-Sound und jetzt hier so Supermoto-Sound kann man natürlich nicht miteinander vergleichen, aber ich finde, soundtechnisch ist der von den ganzen Supermotos und so, wie die sich alle anhören, hört die sich meiner Meinung nach, Geschmäcker sind verschieden, also kann gut sein, dass ihr andere Bikes schöner oder vom Sound her besser findet. Aber ich finde, von dem Supermoto-Bereich, finde ich, ist das die vom Sound her geilste Maschine, die es auf dem Markt gibt. Außerdem würden mir bei einer Supermoto so ziemlich PS und so fehlen. Und die hat ja, ich weiß gar nicht, 92, 91 PS. Also PS hat die halt trotzdem reichlich. Die wiegt natürlich auch 200 Kilo, ne, muss man dazu sagen. Aber alles in allem. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Alles in allem. Oh, ein bisschen dreckig hier. Alles in allem ist das aber scheißegal, das macht trotzdem super geil, das macht super viel Spaß. Ich glaube, ich habe einen Punkt vergessen. Gut vorbereitet mal wieder, nichts aufgeschrieben. Ach, da denkt man, man kann sowas spontan gerade mal für schneller abdrehen. Ja, ich stehe irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch. Mir fällt gerade nicht mehr. Ich hatte noch einen Punkt, den ich an dem Bike super geil finde. Keine Ahnung. Ach so, hier ist so eine Kappe und die muss ich da drauf machen. Keine Ahnung, das macht einfach. Also ich hab sowieso vor mir jetzt, also die hat jetzt über 30.000 schon. Ich denke mal, dieses Jahr wird die ihre über 40 bekommen, weil ich dieses Jahr mehr geplant habe zu fahren. Und ich hab vor, die nach der Saison, also dass ich mir nächste Saison wieder ein anderes Motorrad hole. Wenn ich ein gutes Stück über die 40.000 drüber komme, dann habe ich vor, mir wieder was anderes zu holen. Vielleicht wieder was ganz anderes. So, ich brauche einfach diese, wenn man die ganze Zeit nur dasselbe fährt, irgendwie geht der Fahrspaß dann irgendwann weg und man hat nicht mehr so viel Freude wie halt am Anfang an einem Motorrad. Deswegen werde ich mir vielleicht wieder was anderes holen. Aber alles in allem, ich bereue es nicht, dass ich die gegen die R1 getauscht habe. Überhaupt nicht. Das Einzige, was mir bei der R1 fehlt, ist, dass man auf der Autobahn richtig, richtig ballern kann, so. Dass man da mal richtig den Geisteskranken raushängen lassen kann und dann 270, 280 linke Spur richtig Gas machen kann. Das ist das Einzige, was mir richtig fehlt. Also, das hat Spaß gemacht, so. Aber führe, ich sag mal, für den Straßenverkehr, ein Supersportler, so, man kann sich einen holen, sag ich mal, wenn man Bock hat, dass man mal so auf der Autobahn ballern kann und so und dann mal ein bisschen mehr schneller fahren kann. Aber wenn ihr den Gedanken habt, ihr wollt in den Kurven fahren und ihr wollt der Geilste sein in den Kurven oder so, braucht ihr euch keine Supersportler holen. Mag jetzt vielleicht einen geben, der dann sagt, nee, ich fahre mit einer Supersportler, ich ziehe jeden ab und so. Nee, Mann, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, wird euch sagen, dass Supersportler in engen Kurven und so total beschissen sind. Also wenn ihr in den Kurven was reißen wollt, geht von Supersportler weg. Wenn ihr lieber auf der Geraden den krassen Typen raushängen lassen wollt oder in der Stadt ganz langsam rumfahren und dann immer beschleunigen, ganz cool sein wollt, holt euch eine Supersportler. Aber
Die werden in der Stadt so unheimlich warm und so. Deswegen bin ich auch am Ende gar nicht mehr in der Stadt rumgefahren und so. Die Maschine ist einfach immer über 100 Grad gekommen. Das ist richtig am Kochen gewesen und so. War nicht mehr schön. Für die Stadt sind eigentlich die einzigen Motorräder, die für die Stadt richtig gut sind, sind so 125er oder sowas. Alles andere ist nichts für die Stadt. Ich hoffe, ich habe jetzt. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Keinen guten Pluspunkt vergessen oder so. Ich hoffe dennoch, dass ihr auch eure Meinung mal, die würde mich auch mal interessieren, die in die Kommentare schreibt, auch zum Thema so Supersportler auf der Straße und, sag ich mal, auf kurvigen Strecken und so, was ihr da am besten findet, so welche Richtung, ob Naked, Supermoto oder vielleicht sogar Tourer oder Shopper, keine Ahnung. Schreibt einfach mal in die Kommentare so eure Gedanken zu dem Video und so am besten mit Verlinkungen vielleicht oder auf was bezogen oder so, wenn man es jetzt aus dem Kontext vom Kommentar nicht versteht. Würde mich echt interessieren. Würde mich sehr freuen, wenn da das ein oder andere Kommentar, die eine oder andere Meinung von euch dann dabei ist. Hebt erstmal schön die Kacke von deinem Hund auf, ja geil! Das musste sein. Ich bewege mich jetzt nach Hause. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, keine Ahnung. Also, Jamarco ist back im Biss, ich sag's nur. Haut da rein. Oh, bum, habt ihr die Fehlzündung gerade gehört? Komm schon. Oh, das ist sauber. Haut da rein und bis zum nächsten Motovlog, Leute. Tschüssi!